Eigentlich wissen wir ja so ziemlich alles und wenn wir nicht alles wissen, dann können wir es googeln. Gibt also eigentlich fast nichts mehr zu entdecken, wenn man ein Smartphone in der Tasche hat. Unser nächster Redner, unser letzter Redner für heute, unser letzter Aufbruchredner, für den stimmt das ganz bestimmt nicht. Dessen Beruf ist nämlich mehr oder weniger, Dinge zu entdecken, die bisher nicht entdeckt sind. Und wenn er einen Aufbruch vorbereitet, dann ist das nicht so eine Reise über mehrere Tage, sondern ist er meistens mehrere Monate in ziemlich unerschlossenen, um nicht zu sagen menschenleeren Gegenden unterwegs. Und am Ende steht dann oft eine Entdeckung, etwa ein Lebewesen, das man so bisher noch in keinem Lehrbuch und in keiner Google-Datenbank findet. Aus Panama zum Beispiel hat er unter anderem einen kleinen goldenen Frosch mitgebracht. Aufbruch in unerschlossene Gebiete, Bühne frei für Andreas Herz von der Senckenberg-Gesellschaft. Ja, guten Abend. Blendet aber ordentlich. Ja, erstmal ich bin Andreas Herz. Ich bin Doktorand am Senckenberg-Institut in der Sektion Herpetologie. Was das ist, werde ich gleich noch sagen. Und ich breche in tropische Gefilde auf, hauptsächlich nach Lateinamerika und möchte diese da ein bisschen mitnehmen heute. Also die Herpetologie befasst sich mit solchen Tieren. Das sind die Reptilien und Amphibien. Da haben wir oben links eine Echse, eine Schlange, Frösche und Salamander gehören dazu, noch andere weniger bekannte Ordnungen. Und die sind natürlich besonders artenreich in den tropischen Gebieten. Gerade was Amphibien angeht, ist Lateinamerika, gerade Kolumbien, Brasilien, die artenreichste Region der Erde. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, ich bin hier in Frankfurt geboren und in Frankfurt, das weiß kaum jemand, in der Umgebung kommen 5 der 6 Schlangenarten, die es in Deutschland gibt zum Beispiel, vor. Und das war mir aber immer noch nicht genug. Ich wollte unbedingt in die Tropen und habe alles daran gesetzt, da auch mal hinzukommen. Da haben wir jetzt hier in Frankfurt eine Institution, die genau solche Sachen macht, das Senckenberg-Museum. Das kennt wahrscheinlich jeder. Und das ist ein Forschungsmuseum, das heißt, es betreibt Forschung und in seinem Museum präsentiert es diese Forschung der Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen ist das Museum aber noch sehr, sehr viel größer als das, was man so als Museumsbesucher kennt. Da befindet sich nämlich die wissenschaftliche Sammlung. Hier bin ich als Praktikant 2005 mit einem im Glas eingelegten Goliath-Frosch. Das ist die größte Froschart der Erde. Der wird bis zu 4 Kilo schwer. Und die Senckenberg-Sammlung umfasst ungefähr 38 Millionen Einzelstücke. Damit ist es eins der größten Naturkundemuseen der Welt. Und mit dem Museum in Paris und dem in London das größte in Europa. Meine erste Reise führte mich 2006 nach Nicaragua. Da kam eine Delegation aus Venezuela zu uns ins Museum und die haben gefragt, ob man nicht kooperieren will. Daraufhin wurde ich dazu verdonnert, eine Diplomarbeit in Venezuela zu machen. Und damit ich überhaupt erstmal ein bisschen Tropenerfahrung sammle, wurde ich mit einem damaligen Doktoranden nach Nicaragua geschickt. Und da sollte ich in einer 4-wöchigen Expedition im Süden Nicaraguas den Rio San Juan entlangfahren. Da sind wir dann auf dem Rio San Juan in einem Boot und da sieht man schon den ersten Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin kurzsichtig und trage normalerweise Kontaktlinsen. Ich habe aber gedacht, in so einer unsauberen Umgebung ziehst du lieber die Brille auf, da musst du dir nicht dauernd mit den dreckigen Fingern in die Augen langen. Das war ein großer Fehler. Ja. In diesem Gebiet fallen 6000 mm Niederschlag im Jahr. Und das Ding war ständig beschlagen oder voll Tropfen oder mit Schlamm voll. Und ich bin unserem Führer da, unserem Guide, nur so hinterher gestolpert, habe mich ständig hingelegt. Jede Wurzel war ein Fallstrick. Es war grauenvoll. Das Teil habe ich auch noch in dem Fluss verloren und durch Tauchen sogar wiedergefunden. Meine Kontaktlinsen hatte ich in der Sicherheit gelassen, also da kam ich auch nicht so leicht ran. Überhaupt war Wasser ein großes Problem, also ständig ist man irgendwie mit Wasser in Kontakt gekommen.
Als ich diesem Guide hinterhergerannt bin, Gummistiefel an, ist er hinter der ersten Hügelkette in den Fluss gesprungen und da durchgewartet. Der Fluss ging ihm so bis zur Brust, mir auch. Ich bin dann da hinterher. Auf der anderen Seite haben wir dann eine kurze Rast gemacht, was gegessen. Die Gelegenheit habe ich genutzt, um mir trockene Strümpfe und andere Schuhe anzuziehen. Und hinter der nächsten Hügelkette ist er wieder in den Fluss gesprungen und ich musste hinterher. Dann waren alle meine Schuhe nass und die sind auch auf dieser Reise nicht mehr trocken geworden. So muss man lernen. Direkt von Nicaragua aus bin ich dann nach Venezuela, um meine Diplomarbeit da anzufertigen. Und während in Nicaragua dieser Doktorand die gesamte bürokratische Arbeit gemacht hat, musste ich das in Venezuela selber machen. Und damals war Hugo Chavez auf dem Höhepunkt seiner Macht und der mag keine Ausländer. Und man macht ja so eine Expedition, plant man erstmal an einer Karte. Und da habe ich mir einen schönen Nationalpark bewaldet, wenig erforscht, ausgesucht, in dem ich gerne arbeiten wollte. Und als ich dann da war, hieß es, nee, also Ausländer dürfen da eigentlich nicht hin. Nach 3 Monaten Verhandeln hat man mir dann ein Ausweichgebiet gegeben, das sah dann so aus. Dementsprechend begeistert war ich dann auch. Das Lebewesen, was man da am häufigsten zu Gesicht bekommen hat, war die Kuh. Und Reptilien, Amphibien gab es da kaum, also hauptsächlich keine Amphibien, ein paar Klapperschlangen und das war's. Also wenig interessant. Glücklicherweise hatte ich noch einen zweiten Kollegen dabei, der auch seine Diplomarbeit gemacht hat dort und dem sein Ausweichgebiet war ein eigentlich ganz schöner Wald auf einem privaten Schutzgebiet. Da haben wir dann auch gecampt und da haben wir unter anderem diesen Lemurfrosch wiederentdeckt, der war 1974 zum letzten Mal lebend gesehen worden. Und das ist ein neuer Punkt in dem Verbreitungsgebiet gewesen und da war auch eine stabile Population. Man dachte schon, der wäre ausgestorben. Das sind zwei, die sind am sogenannten Amplexus. Also Amphibien haben ja eine äußere Befruchtung und das hinten drauf ist das Männchen, was von dem Weibchen erstmal so eine Weile durch die Gegend getragen wird. Auch in Venezuela war eigentlich das Gleiche wie in Nicaragua. Es hat unheimlich viel geregnet, es war ein permanentes Campen im Matsch. Mein Teleobjektiv hat bis heute einen Pilz, der zwischen den Linsen wächst und da auch nicht mehr weggeht. Also die Feuchtigkeit ist enorm. Noch während ich diese Diplomarbeit geschrieben habe, bin ich dann 2007 auf die Kapverdischen Inseln gekommen, um den kapverdischen Riesenskink zu suchen, den wir übrigens dann nicht gefunden haben. Und das sah erstmal aus wie das Paradies. Ja, also man hat so direkt am Strand gecampt, das Wasser war azurblau, jeden Tag im Meer baden und so. Die Euphorie senkte sich dann am zweiten Tag spätestens, weil dann war nämlich der Kanister mit Süßwasser leer und das Hinterland sah so aus. Also nach dieser Ewigkeiten im Matsch campen und Süßwasser bis zum Abwinken, gab es da überhaupt kein Wasser. Die nächste Quelle war 2 Stunden Fußmarsch entfernt. Dementsprechend haben wir versucht, möglichst das Süßwasser nur zum Trinken zu benutzen. Wir haben in dieser Zeit herausgefunden, dass Seife im Meer nicht schäumt, dass Zähneputzen mit Meerwasser möglich ist, schmeckt sogar ganz interessant, und dass man Nudeln auf gar keinen Fall mit Meerwasser kochen kann. Seit 2008 bin ich jetzt für meine Doktorarbeit in Panama und konnte diese gesamten Erfahrungen ganz gut nutzen, die ich bisher gesammelt habe. Und jetzt bin ich halt auch der Leiter von diesen Expeditionen und muss mich um alles kümmern. Das erste Problem, was man bei solchen Dingen hat, ist, dass man diese gesamte Ausrüstung, also meistens Ausrüstung, Kameraausrüstung und andere Ausrüstung, die man da irgendwie hinschaffen muss. Da unser Budget ziemlich begrenzt ist und die Fluggesellschaften sehr streng sind, was die Gepäckmenge angeht, wird es zunehmend schwieriger. Als dieses Bild entstand, hatte man noch 2 Gepäckstücke à 23 Kilo frei.
Das sind, heute ist es nur noch ein Gepäckstück und das Einzige, was man wirklich zu Hause lassen kann, ist Kleidung. Ja, man wird zwar nach ein paar Monaten ein bisschen stinkig, so, aber anders lässt sich das nicht regeln. Man kommt immer erstmal in der Hauptstadt des Landes an. Das hier ist Panama City oder Panama Stadt, direkt am Panama-Kanal gelegen. Das ist eigentlich eine moderne Großstadt, so ungefähr die Größe von Frankfurt. Und dort befinden sich auch die ganzen Behörden. Und da muss man dann erstmal in das Umweltministerium gehen und eine Genehmigung für das, was man vorhat, die ich in Venezuela nicht bekommen habe, die muss man erstmal beantragen und dann möglichst auch bekommen. Und so sieht das Ding jetzt in Panama aus. Da steht genau drauf, wer da berechtigt ist, irgendwas zu tun, wo, welche Organismen, also in unserem Fall Reptilien und Amphibien. Und wie viele man davon mitnehmen darf in die Sammlung ins Senckenberg-Museum. Ja, unser Arbeitsgebiet ist dieser graue Bereich da im Westen. Das ist die Zentralkordillere, also der zentrale Gebirgszug. Und der höchste Berg Panamas ist 3500 Meter hoch, also das ist ein ordentliches Gebirge und das ist sehr schlecht erforscht, weil da führen kaum Straßen durch, es gibt viele Täler, hohe Berge und diese roten Punkte zeigen, wo wir da überall waren. Da sieht man jetzt auch die politische Einteilung Panamas in die verschiedenen Provinzen und so ziemlich in der Mitte dieses Gebirges liegt die Comarca Nueva Buclé. Eine Comarca ist ein indigenes Autonomiegebiet, in dem Fall von den Nueva und Buclé Indigenen. Und die, wie der Name Autonomie schon sagt, müssen da überhaupt nichts anerkennen. Ja, mit denen muss man nochmal getrennt verhandeln. Und hier sind auch immer die Hauptstädte der jeweiligen Provinzen eingetragen. Und in dem Fall der Comarca Nueva Buclé ist das Llano Tugri. Also sind wir da mal hingefahren, das sieht so aus. Ja. Krasser Kontrast zu Panama City. Und da haben wir dann versucht, den Häuptling da aufzutreiben, um mit dem zu verhandeln. Und den haben wir dann auch irgendwann gefunden. Das Problem ist, dass viele Leute gar nicht wissen, wo der jetzt wohnt und wer auch gerade der Häuptling ist. Die wählen zwar alle, aber oft geht die politische Entwicklung an den Menschen, ich meine, die wohnen sehr weit draußen und die haben keinen Internetzugang, kein Telefon, die erledigen das noch über Boten mit Eseln und so. Also das ist ganz anders als in Panama-Stadt. Ja, und den haben wir dann getroffen. Das ist der Generalhäuptling und wir unterzeichnen da gerade ein gegenseitiges Kooperationsabkommen. Wir verpflichten uns, unsere Erkenntnisse seinem Volk zugänglich zu machen und er lässt uns dafür in seinem Gebiet arbeiten. Das hat dann also auch geklappt. Eine ganz interessante Expedition, die wir noch gemacht haben, ist eine Überquerung dieser Kordillere von der Pazifikseite auf die Karibikseite. Da sieht man wieder diese Punkte und da geht das so einmal drüber. Und diese Expedition, da sind wir nicht die Ersten, die gemacht haben, sondern die wurde 1966 schon mal gemacht. Und interessanterweise habe ich diesen Leiter von damals, der ist jetzt über 80, den habe ich aber kennengelernt und der hat mir die Fotos von damals zur Verfügung gestellt. Deswegen konnte ich meine Fotos, die ich auf dieser Reise gemacht habe, seinen gegenüberstellen. Und da sieht man, da gibt es eigentlich sehr viel Parallelen. Ja. Also das läuft heute noch genauso. Man fährt mit einem möglichst starken Geländewagen so nah an den Wald ran wie nur möglich. Die mussten damals nicht so weit fahren, weil der Wald einfach noch viel ausgedehnter war. Heute ist da viel abgeholzt und man kann mit dem Auto sehr viel weiter fahren. Dann kann man auf Huftiere umsteigen. Die hatten alle möglichen Packpferde und auch Reitpferde. Wir hatten so ein Maultier, was wenigstens unser Gepäck getragen hat. Und das Problem bei Huftieren ist, die sind, also sowohl Esel als auch Pferde, die sind von ihrer Anatomie her für einen harten Steppenboden gemacht und nicht für den weichen Regenwaldboden. Und man kann es bei unserem Maultier da ganz gut sehen, das ist am Bauch dreckig, das heißt, das sinkt wirklich bis zum Bauch in diesen Matsch ein.
Irgendwann ist es so erschöpft, dass man das abladen muss und dann darf das zurück und dann geht man zu Fuß weiter. Ja? Dann kämpft man sich einfach zu Fuß durch diesen Matsch. Das hat man damals genauso gemacht wie heute. Und wenn man an einen Fluss kommt, dann überquert man den. Auch da hat sich eigentlich in den letzten 50 Jahren nichts geändert. Damals waren die finanziell sehr viel besser ausgestattet. Die hatten 1966 10 Träger und die sind dann immer schon mal vorgerannt, haben einen Teil Wald gerodet, haben da ein aufwendiges Camp aufgesetzt, sind dann ausgeschwärmt, haben irgendwelche Säugetiere gejagt und dann das Abendessen vorbereitet. Sowas machen wir heute nicht mehr. Erstens wollen wir den Einschlag in den Wald möglichst gering halten und zweitens haben wir auch gar nicht die Zeit dazu, irgendwelche Survival-Ambitionen dazu entwickeln. Wir müssen ja arbeiten. Das aufwendigste Camp, was wir je hatten, war 2008. Da hatten wir einen handwerklich sehr begabten Praktikanten dabei und der hat einmal hier so eine Sitzbank gebaut und so einen Flechtstuhl, an dem er mehrere Tage gesessen hat. Das war extrem bequem, sowas kannten wir vorher gar nicht. Ja. Und da habe ich aber mir so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das nicht jetzt doch zu viel ist, was man dem Wald dazu mutet. Ein Jahr später waren wir an derselben Stelle und da bin ich dreimal dran vorbeigelaufen, weil ich das nicht mehr wiedererkannt habe. Hier ist diese Überreste dieser Sitzbank und das ist, was von dem Flechtstuhl übrig ist. Also der Wald regeneriert sich unheimlich schnell, wenn man davon absieht, wirklich große Bäume zu fällen. Also was man so an kleinem Unterholz wegschneidet, das ist innerhalb von wenigen Monaten wieder da. Irgendwann ist man dann in diesem Wald drin. Das ist so ein normales Camp, wie wir das haben, wenn wir zu zweit sind. Da spannen wir einfach Planen in die bestehende Vegetation. Und dann ist man wirklich in diesem Wald und man muss so ein bisschen aufpassen. Es gibt Spinnen wie diese Kammspinnen, die schnell das Ende einer Expedition bedeuten können. Das Gift ist relativ stark. Mitten auf dem Weg können solche Schlangen liegen. Ich weiß nicht, ob man die ganz gut sieht. Die sind sehr gut getarnt. Ja? Also immer lange Kleidung, festes Schuhwerk. Genau auf diesem Weg habe ich schon Touristen gesehen in Flipflops und Hotpants. Denen kann man dann immer mal ganz schön das Foto zeigen, dann lassen die das in Zukunft. Und Skorpione sind, was ich finde, am gefährlichsten. Die sind nämlich wirklich in jeder Ritze drin und man muss unheimlich aufpassen, wo man hinfasst. Die können auch direkt am Zelt sein. Ja, wie in diesem Fall, hier ist ein kleiner Rindenskorpion. Die sitzen unheimlich gerne auf Dingen, die man zum Trocknen aufgehängt hat. Das ist eine Socke. Ja. Ich kenn drei Leute, die von Skorpionen gestochen wurden und die wurden alle gestochen, nachdem sie aus der Dusche kamen und sich ihr klammes Handtuch zum Abtrocknen genommen haben. Da sitzen die nämlich ganz gerne drin. Pflanzen können auch recht fies sein. Das ist eine Baktrispalme. Die haben so 5 cm lange schwarze Stacheln, die man in dem LED-Licht der Stirnlampe so gut wie nicht sieht. Ja, die wachsen auch immer an Steilhängen. Das heißt, man sieht so einen ganz schönen Stamm zum Festhalten und dann greift man da ordentlich rein. Außerdem kann man an so einem Steilhang leicht wegrutschen und unter diesen Baktrispalmen liegt das Laub von denen und das ist natürlich auch bestachelt. Das heißt, wenn man da wegrutscht, dann kann man so einen Abend mal mit Stacheln aus der Haut sammeln verbringen. Neuerdings verwende ich so ein Zelt, das schwebt so ein bisschen über dem ganzen Übel und vor allen Dingen über dem Matsch. Das ist ein hängendes Zelt. Und wenn dann so langsam der Abend anbricht, dann gibt es erstmal was zu essen. In der Regel irgendwelche Mehlspeisen, das sind Hojaldras, die ich da mache. Das ist das typische panamaische Brot. Man kann aber auch Reis mit Bohnen essen oder irgendwelche Nudelsachen. Irgendwas, was nicht so schnell verdirbt, weil man hat keine Kühlung.
und wir kochen mit so einem Benzinkocher. Wir haben am Anfang mal versucht, Lagerfeuer zu machen. Das ist eine ganz doofe Idee im Regenwald. Da muss man eigentlich eine Person abstellen, die 24 Stunden nur für dieses Feuer da ist. Das tätschelt und hätschelt und pustet. Und selbst dann kann man nicht besonders gut damit kochen. Und dann gibt es noch einen Kaffee und dann so gegen Abend brechen wir in den Wald auf. Ja, was so die Vogelforscher in den frühen Morgenstunden machen, machen wir immer abends. Und dann kommen auch so die Geräusche des Abends. Und sobald es dunkel wird, kommen dann Salamander, die aus irgendwelchen Verstecken auf Pflanzen klettern. Die kann man dann entdecken. Man entdeckt eventuell kleine Schlangen, die in Gebüschen unterwegs sind. In tieferen Regionen, wenn man nicht gerade in den Bergen ist, kann man auch mal was Größeres finden, wie diesen Brillenkaiman, den wir übrigens nur fotografiert haben und dann wieder freigelassen haben. Also fotografiert wird sowieso alles, was wir finden. Hier fotografiere ich einen kleinen Salamander und ein kleiner Teil der Tiere, die wir so finden, die nehmen wir dann erstmal mit ins Camp und entscheiden dann dort, wer mit in die Sammlung kommt. Und diese Tiere, die werden dann nochmal gesondert behandelt. Da wird die Färbung genau dokumentiert und andere Daten. Es werden Fundorte per GPS-Koordinaten aufgezeichnet und alles, was einem irgendwie interessant vorkommt, wird aufgenommen. Dann geht es wieder zurück in die Hauptstadt und dann braucht man so ein Ding. Das ist wieder eine Genehmigung, die dauert auch nochmal genauso lange wie die erste Genehmigung und die ist für den Export da. Also man präsentiert der Behörde die Tiere, die man dann gesammelt hat. In diesem Fall sind es jetzt 19 Stück gewesen und die werden dann, da wird dann diese Exportgenehmigung ausgestellt und die legt man dann zu den Tieren dazu und dann bringt man die zurück nach Frankfurt. Dort werden gesammelte Tiere dann in die wissenschaftliche Sammlung integriert. Die bekommen alle eine Nummer, eine Katalognummer. Da wird dann genau aufgeschrieben, wie die Fundumstände waren, wo die herstammen. Und dann wird da angefangen mit zu arbeiten. Erstmal schaut man sich unter so einer Stereolupe genau an, vermisst die, vergleicht die mit bereits bestehendem Material, was zum Beispiel in der Literatur geschrieben ist, sogenannte Schlüssel verwendet man, um möglichst herauszufinden, um welche Art handelt es sich da, die ich da gefunden habe. Eventuell muss man nochmal in andere Sammlungen gehen und sich dort das Material anschauen, um das zu vergleichen. Man kann im Fall von Fröschen zum Beispiel die artspezifischen Rufe der Männchen mit Hilfe von bioakustischen Programmen vergleichen. Und man kann kurze Sequenzabschnitte der DNA, sogenannte Barcodes, vergleichen. Und alles das zusammen ergibt dann das Bild. Irgendwann hat man die Art bestimmt oder auch nicht. Außerdem hat das Internet diese Arbeit revolutioniert. Ja, das Senckenberg-Museum ist 190 Jahre alt. So lange macht man das auch schon. Und erfunden wurde diese Art der Forschung von Carl von Linné im 18. Jahrhundert. Und damals, vor dem Internet, hat man Briefe geschrieben. Weil man muss sich vorstellen, so viele Leute, die daran arbeiten, gibt es auf der Welt nicht. Und die sind alle verstreut. Und wenn man dann einen Brief schreibt, dann kriegt man in 3 Monaten eine Antwort. Und da sind sehr viele Arten doppelt beschrieben worden. Ja, der Amerikaner hat es entdeckt und in gleicher Zeit ein Franzose. Und die haben unterschiedliche Namen diesem Tier vergeben. Und das hat man dann erst 100 Jahre später herausgefunden. Heute ist das alles sehr viel schneller. Ich kann E-Mails schreiben, ich kann diese verschiedenen Datenbanken hier konsultieren. Und die Wissenschaft ist sehr viel schneller geworden. Trotzdem bleiben am Ende immer noch einzelne Arten übrig, die wir nicht genauer bestimmen können und die werden dann benannt durch uns. Ja. Hier sind 2 Beispiele, ein kleiner Frosch, den wir 2012 beschrieben haben und ein Salamander, den wir letztes Jahr beschrieben haben. Und insgesamt haben wir 2 Echsenarten, 2 Schlangenarten, 2 Froscharten und diese eine Salamanderart seit 2008 aus Panama beschrieben.
Ja, ich möchte mich noch bei verschiedenen Leuten bedanken. Erst meinen Kollegen, die mir in Panama geholfen haben, meiner Freundin, meiner Familie und vor allen Dingen meinen Teilfinanzierern, die immer mal so ein bisschen Geld zu diesen Expeditionen dazugeben. Und bei euch und Ihnen möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Geht man manchmal jetzt an so einem Kasten im Senckenberg-Museum vorbei und denkt, das Ding hat mir oder das Tier hat mir einen ganzen Abend Stachel aus dem Bein ziehen eingebracht? Ja, also man hat zu jedem Tier, gerade wenn man es aus, also diese wissenschaftliche Sammlung ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt da am einem Mikroskop sitze, im Warmen, bei einer Tasse Tee oder so und gucke mir den Frosch an, dann habe ich schon Erinnerungen zu jedem einzelnen Tier. Also ich kenne auch die Nummern auswendig. So viele sind es jetzt auch nicht, dass ich da den Überblick verliere. Ich kenne die alle einzeln. Andreas Herz, vielen Dank. Ich werde, glaube ich, nie mehr durch Senckenberg gehen, ohne das Wort Kamerapilz im Kopf zu haben. Dankeschön.